Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks bzw. zu einem Informationsvideo World of Tanks betreffend. Wargaming hat gestern am 9.12. nun die Infos für die Feiertags-Ops rausgehauen, wann es startet, bis wann es startet und wie das dieses Jahr alles aussieht. Darüber möchte ich in diesem Video mit euch sprechen. Ich möchte euch ganz grob erklären, wie es überhaupt funktioniert, also für die, die neu sind. Ansonsten würde ich denen aber auch nochmal ans Herz legen, sich den Artikel detailliert durchzulesen. Und ich möchte aber eher so auf die Änderungen eingehen zum letzten Jahr. Also das kurz erklären und zeigen, was sich daran ändert. Der Artikel ist wirklich sehr lang. Das Video, was Wargaming hier auch gebracht hat, wo sie das Ganze selber nochmal erklären, geht über 7 Minuten. Daran sehen wir schon, dass diese ganze Feiertags-Ops-Geschichte ganz schön komplex ist, beziehungsweise ganz schön umfangreich. Das Ganze geht dieses Jahr vom 13. bis zum, also 13.12. bis zum 14. Januar und eigentlich dann sogar bis zum 1. Februar darüber hinaus noch weiter. Wenn ihr euch in diesem Video jetzt erhofft, die Informationen zu bekommen, was in den Lootboxen drin ist, die man für Echtgeld kaufen kann, muss ich euch leider enttäuschen. Diese Info liegt zum 9.12. von Wargaming immer noch nicht vor. Ich vermute mal, spätestens dann am 13. Dezember, wenn es dann losgeht, also am Freitag, wissen wir dann auch, was in den Lootboxen drin ist. Ich gehe aber fast davon aus, dass Wargaming die Info am Donnerstag, am 12. raushaut. Wissen tue ich es aber nicht. Zu diesem Zeitpunkt zumindest. Was sind denn nun die Feiertags-Ops? Im Grunde ist es eine Garage, eine weihnachtliche Garage, die man schmücken kann mit Dekorationen, die man sich zum Beispiel in Zufallsgefechten durch Aufträge erspielen kann. Und diese Garage hat eine feierliche oder ja festliche Atmosphäre, die in 10 Stufen eingeteilt ist, die man sich nach und nach quasi freischalten kann mit diesen Dekorationen, die man sich erspielen kann. Diese Dekorationen gibt es in 4 verschiedenen Stilen. Das sind diese Weihnachtsstile und innerhalb von diesen Weihnachtsstilen gibt es halt dann jeweils halt Typen von Dekorationen, die man zum Beispiel an einen Baum hängt oder an keine Ahnung, an diesen Schneemann oder was es dort gibt. Und die sind halt unterschiedlich und diese Dekorationen haben auch nochmal 5 verschiedene Stufen. Man kann diese Dekoration, wenn man sie nicht benötigt, weil man vielleicht welche doppelt hat, kann man die auch zerstören, bekommt dafür Scherben, die man dann quasi zusammencraften kann, zu Dekorationen, die man vielleicht benötigt. Das ist so das Grundprinzip. Wie das mit den ganzen Boni ist und so, darauf gehen wir jetzt ein, weil da ändert sich auch ein bisschen was im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Hier ist die Inhaltsangabe, ihr seht schon, es ist sehr, sehr viel. Wie gesagt, ich kann euch nur ans Herz legen, euch den Artikel auch mal selber in Ruhe anzuschauen. Was ändert sich denn nun die Dekoration betreffend? Nun, es gibt weiterhin die Garage, die man schmücken kann und es gibt auch diese 4 verschiedenen Weihnachtsstile. Es kommen aber auch noch 4 große Dekorationen dazu, die man sich entweder in diesen Schachteln mit erspielen kann, in-game, oder die man auch aus Scherben craften kann. Allerdings, wenn man die craftet, wird die nachfolgende große Dekoration immer teurer. Pro große Dekoration, die man sich in die Garage stellt, von den maximal 4, die möglich sind, bekommt man jeweils 2,5% Credit Booster Bonus für jedes Gefecht, was man fährt. Man kann sich also mit allen 4 großen Dekorationen 10% Credit Booster erfahren. Die anderen 40%, um insgesamt auch den 50% Credit Bonus zu bekommen, kann man sich mit den Dekorationsstufen quasi freischalten. Wenn man also in allen 4 Stilen, Weihnachtsstilen, die Bücher komplett voll hat, hat man dann auch insgesamt die 50% Credit Booster Bonus. Das dazu. Außerdem gibt es auch dieses Jahr wieder weibliche Besatzungsmitglieder, die man sich erspielen kann. Die bekommt man auf den, also nach und nach auf diesen Festtags-Ops-Stufen dann quasi freigeschaltet. Ich glaube, eine auf 4, wie kann man, ich mach's mal auf, eine auf 4, eine auf 6, eine auf 8 und die 4. Frau kriegt man dann bei der feierlichen Stufe 10. Und diese Mädels, das sehen wir jetzt hier zum Beispiel, eine nennen sich Schneeflöckchen. Und diese bekommt man, wie gesagt, als weibliches Besatzungsmitglied, die man dann auf die Panzer, beliebige Nation, beliebiger Panzer packen kann. Außerdem stehen die Mädels auch in der Garage. Und die kann man jeden Tag einmal anklicken und dann geben die einem auch so eine Kiste, die man sich in-game erspielen kann, mit einer Dekoration dazu.
Außerdem bekommt oder habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr diese Mädels in der Garage habt, sie jeden Tag, wie gesagt, anzuklicken und ihr bekommt jeden Tag so viel 5-fach-EP-Booster, wie ihr Mädels bereits freigeschaltet habt. Das heißt, ihr könnt bis zu 4 5-fach-Boostern pro Tag von diesen Mädels bekommen, wenn ihr halt schon die feierliche Stufe auf 10 habt. Oder diese feierliche Atmosphäre. Wenn man diese Atmosphärenstufen halt freischaltet, bekommt man halt unterschiedliche Sachen. Das sind wie gesagt Blaupausen, das sind Booster für, was haben wir hier, freie Erfahrung, für Mannschaftserfahrung, für Credits. Und was man hier zum Beispiel auch sieht, sind sogenannte Anti-Duplikator-Ladungen. Was es damit auf sich hat, darauf gehe ich gleich ein. Außerdem gibt es auch ab der Stufe 5 bis zur Stufe 6 insgesamt 6 solche Fahrzeug-Slots freizuschalten. Also pro Stufe dann ab 5, 6, 7 aufwärts gibt es jeweils einen Slot. Was man damit machen kann, das schauen wir uns auch gleich noch an. Kommen wir erstmal noch zu den Boni, die es ja auch jedes Jahr gab. Die letzten Jahre war das ja so, dass die Boni, die es gab, also Credit-Punkte, freie EP, Gefechts-EP und Besatzungs-EP, waren an diese Stufen, an diese festliche Atmosphärenstufen gebunden. Je höher die Stufe war, desto höher war der Bonus in den Zufallsgefechten auf diese 4 Sachen bezogen. Das ändert Wargaming dieses Jahr jetzt. Einzig noch die Credit-Punkte sind an diese Sammlungen gebunden. Die anderen Sachen, freie EP, Gefechts-EP und Besatzungs-EP, werden jetzt anders vergeben. Und das hängt mit diesen Fahrzeugslots zusammen, die man, wie gesagt, ab der Stufe 5 dazu bekommt. Und zwar gibt es entsprechend der feierlichen Stufe, die man hat, jeweils, wie gesagt, einen Slot. Und dieser Slot entspricht auch der Tierstufe, die man von der man dann einen Panzer in diesen Slot reinpacken kann. Also auf der Festtagsops-Stufe 5 in den Slot könnt ihr ein Tier 5er reinpacken, bei der 6er ein 6er und so weiter. Was das dann für ein Panzer ist, also ob das ein Heavy, Light oder was auch immer ist, das ist euch überlassen. Es dürfen nur keine Premium-Panzer sein. Und dann bekommt ihr auf diesem Panzer, wenn ihr in den Zufallsgefechten seid, gewisse Boni, abhängig von seiner Fahrzeugklasse. Und das sehen wir hier. Die Lights bekommen zum Beispiel 200% mehr Free XP. Die Mediums und Heavies bekommen 50% mehr normale Erfahrungspunkte. Und die TDs und Artis bekommen 100% mehr Crew XP. Ich finde das jetzt tendenziell, also ich finde das jetzt nicht mega scheiße, aber ich finde es nicht mehr ganz so gut, weil jetzt kann man im Prinzip gewisse Klassen nicht mehr so gut leveln, ne? Also die letzten 2 Jahre war es ja so, man konnte im Grunde dann, egal mit welchem Panzer man gefahren ist, konnte man halt Credits, Free XP, normale XP und Crew XP mit diesem Fahrzeug leveln. Jetzt hängt das halt tatsächlich von der Tierstufe des Fahrzeugs ab, nicht von der Tierstufe, sondern von der Fahrzeugklasse. Und damit kann man im Grunde bloß noch, wie ihr hier seht, wirklich Heavies und Mediums gut leveln. Die Free XP bei den Lights, ja, mein Gott, okay, das ist ganz nett, aber am Ende ist das auch bloß ein Kleckerkram. Und bei den TDs und bei den Artis halt nur die Mannschaften, die man da pushen kann, aber man kann jetzt keine Reihe damit vielleicht besonders leveln. Schade, aber Wargaming hat sich halt so entschieden und dann ist es halt dieses Jahr so. Das also zu diesen Fahrzeugslots. Hier kommen wir jetzt nochmal kurz zu den Sammlungen, also davon habe ich jetzt schon gesprochen, diese 4 Weihnachtsstile, es gibt also Weihnachten, magisches Neujahr, Neujahr und Mondneujahr, das sind auch die, die wir aus den letzten Jahren schon kennen und hier haben wir jetzt so ein kleines Tool, wo wir im Prinzip diesen Credit-Bonus, den wir pro Runde haben, berechnen können. Das hängt wie gesagt einerseits von den Sammlungen ab, wie weit man da ist, wie viel Dekoration man da halt schon hat. Es hängt von der festlichen Atmosphärenstufe ab und es hängt davon ab, wie viel man von diesen großen Dekorationen schon hat. Also wie gesagt, die bringen ja alleine schon insgesamt 10%. Dann, wenn man mal die festliche Atmosphäre auf volle Bulle bringt, dann bringt die auch nochmal 10%. Da bringt die gar nichts. Man muss also mindestens hier was haben. Also wie auch immer. Man kann ja einfach mal ein bisschen rumspielen und gucken, wie hoch der Bonus ist. Wenn man am Ende alles auf volle Bulle hat, bekommt man 50% mehr Credits in jeder Runde. Und das ist schon wirklich nice. Wenn man bedenkt, dass das bis zum 14. Januar läuft, also einen ganzen Monat, kann man da auf jeden Fall ganz gut Credits verdienen.
Wenn man es jetzt schafft, in diesen vier Büchern, also die wir hier sehen, diese vier Richtungen, die alle voll zu kriegen, beziehungsweise wenn man eins voll hat, bekommt man bei jedem einen 2D-Stil, die man auf einen beliebigen Panzer packen kann. Das ist genauso wie im letzten Jahr. Wenn man die Bücher also voll hat, bekommt man die Belohnung. Wie die hier aussehen, sehen wir hier. Hier sehen wir den Weihnachtsstil. Hier sehen wir magisches Neujahr. Hier sehen wir Neujahr. Und hier sehen wir das Mondneujahr. Also die sind ganz fetzig, wenn man das mag. Wenn man das natürlich überhaupt nicht mag, so bunte Sachen, und eher so auf das klassische historische Panzerspiel steht, dann ist das natürlich nichts für euch. Das ist klar. Das also soweit dazu. Hier sehen wir jetzt die Aufträge, die es auch die letzten Jahre gab, womit man sich diese kleinen Kisten, wo die Dekorationen und so kleine Bonis mit enthalten sind, was man dafür tun muss, um diese freizuspielen, und wie oft man das pro Tag oder pro Woche erledigen kann. Das sind insgesamt 10 Stück und die werden halt immer mal wieder auch, glaube ich, zurückgesetzt. Ich weiß nicht, letztes Jahr war es immer pro Woche. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall, das sind die Aufträge, womit man diese Kisten bekommt. Außerdem kann man Dekorationen halt wieder herstellen, indem man die neu craftet. Und wie gesagt, diese Schneeflöckchen, also die Mädels, schenken einen auch täglich so eine Dekoration. Und natürlich in den großen Lootboxen sind auch immer Dekorationen enthalten. Zum Beispiel auch pro Box immer garantiert eine Stufe 5 Dekoration, also die höchsten, die es gibt. Hier ist jetzt erklärt, wie man die Dekoration herstellen kann. Auch das ist im Grunde wie ähnlich. Man hat dieses Tool, wie auch man das aus dem letzten Jahr kennt, wo man einstellen kann, was man genau haben will. Und dann werden halt die entsprechenden Scherben abgezogen. Natürlich hat man immer das Problem gehabt, dass es bei ganz bestimmten, oder das ganz, also es gibt immer eine gewisse Gruppierung. Wenn man jetzt, keine Ahnung, man will Mondneujahr haben, man will Stufe 5 haben und eine Spitze. Und dann gab es halt immer zum Beispiel 5 oder 6 Spitzen. So, man braucht aber eine spezielle. Und dann hat man ganz viele Scherben immer ausgegeben und hat das vielleicht nicht bekommen, was man haben will, weil das halt zufallsgesteuert war. Dafür gibt es dieses Jahr den Anti-Dublonen-Dingsbums-Teil. Und dafür sind diese Ladungen da, die ich euch, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Diese Ladungen bekommt man pro Festtagsstufe dazu. Man bekommt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, bei diesen 6 Stufen bekommt man jeweils eine Ladung, bei Stufe 7 bekommt man 2 Ladungen, bei der 8 2, bei der 9 bekommt man 3 und bei der 10 bekommt man 4. Das sind also 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bekommt man insgesamt. Man kann also 17 Mal, wenn ich das richtig verstehe, sich ein Item craften. Genau das Item, was man braucht. Damit kommt Wargaming dem Ganzen so ein bisschen entgegen, dass man entweder gezwungen war, diese Boxen zu kaufen, weil man unbedingt ein Stufe 5 Item haben musste, oder halt Ewigkeiten da mit diesem Ding hier rumzuprobieren. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass Wargaming die Dekorationsteil, die man überhaupt braucht, auch nochmal erhöht hat vom letzten Jahr. Es sind also dieses Jahr insgesamt 380 und das sind nochmal 67 mehr als im letzten Jahr. Also ich glaube, das hebt sich so ein bisschen gegenseitig auf. Es gibt zwar jetzt diese Anti-Dublon-Kacke, aber am Ende muss man halt mehr Items sammeln. Also es hilft euch jetzt nicht unbedingt mehr weiter, aber es ist auf jeden Fall ganz praktisch. Hier wird jetzt nochmal erklärt, nochmal kurz zurück zu diesem Crafting-Tool. Man kann, wie gesagt, hier auch diese großen, diese speziellen Dekorationen, diese 4 Stück, auch craften. Und das wird halt immer teurer, immer mehr Scherben braucht man da, je öfters man das halt gemacht hat. Hier wird das nochmal erklärt, wie das mit den Mädels funktioniert. Und hier am Ende auch nochmal der Hinweis, es gibt natürlich auch wieder diese Kaufboxen, von denen ich auch schon gesprochen habe. Was da jetzt genau drin ist an 3D-Stilen und welche Premium-Panzer ist im Moment nicht klar. Was halt drinne sein wird, ist zum Beispiel Dekorationen. Jede Schachtel enthält eine Dekoration der Stufe 5 und eine zufällige Dekoration. Wir haben diese Schachtel ebenfalls mit allen möglichen Überraschungen gefüllt, von Gold, WOT, Premium-Spielzeit bis hin zu seltenen Premium-Fahrzeugen und 3D-Stilen. Ihr kennt das. Ich denke mal, dass ich auch nochmal zu den Boxen gesondert ein Video machen werde. Entweder, weil ich wieder welche auspacke, weil ich mir selber welche gekauft habe, um einfach mal wieder eine grobe Auswertung zu machen, wie das denn mit den Boxen aussieht. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr noch die Sammlungen von dem letzten oder vorletzten Jahr offen habt, dass wenn ihr
diese vier Bücher dieses Jahr voll macht und dann noch Zeit ist, dann könnt ihr auch noch diese ganzen Scherben für Sachen zum Craften benutzen für die Bücher vom letzten Jahr. Man kann sich also auch noch die Sachen vom letzten und vom vorletzten Jahr holen. Hier sehen wir jetzt unter anderem die Tarnungen, auch noch aus dem letzten Jahr, die es da gab, also und aus dem vorletzten Jahr, so sahen die da aus. Also auch alles sehr weihnachtlich gehalten. Das Ganze läuft bis zum 14. Januar. Bis zum 13. Januar. Aber es geht auch noch weiter vom 14. bis zum 1. Februar, denn diese Slot-Geschichte mit den Panzern, die ich euch erläutert habe, die läuft tatsächlich bis zum 1. Februar. Ihr habt also bis zum 13. Januar Zeit, euch diese Slots zu erspielen. Und ab dann behaltet ihr die Slots, die ihr freigespielt habt, bis zum 1. Februar. Und könnt dann in dieser Zeit weiter diese Boni, einmal die Credit-Bonis, die ihr euch, den Prozentsatz behaltet ihr auch, was die Credits angeht, weiterspielen und natürlich auch die Bonis, die es für die einzelnen Panzerklassen in diesen Slots gibt. Allerdings gibt es jetzt einen kleinen Unterschied. Bis zum 13. Januar könnt ihr alle 30 Minuten diesen Panzer in diesen Slots wechseln. Danach, dieser zweite Zeitraum bis zum 1. Februar, dort könnt ihr nur noch einmal am Tag einen Panzer in einem Slot wechseln. Oder, wenn ihr öfters wechseln wollt, müsst ihr dafür Credits bezahlen. Wie hoch das sein wird, das sah im Video jetzt nicht ganz so hoch aus. Ob es sich am Ende lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Und damit sind wir auch, glaube ich, soweit mit den wichtigsten Infos durch. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann ergänzt es bitte in die Kommentare. Ich habe mich wirklich versucht, auf die wesentlichen Änderungen zu konzentrieren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt das Video auch gerne teilen, wenn ihr wollt. Da freue ich mich sehr drüber. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, Danny, 122er und Krongsturm. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.